Moin Leute, moin, moin, moin. Heute, ja, ich weiß, wieder Hijack, keiner kann es sehen, keiner will es sehen, aber ich zeige es trotzdem. Und zwar, was ist besonders an diesem Video? Ich habe mir mal 5 Freunde geschnappt, auch ein paar Damen waren da mit dabei und wir dachten uns, hey, wie schaut's aus, spielen wir mal Liga spielen. Das war, ich denke mal, das war der 1. oder der 2. Dezember hier und das war mein allererstes Ligaspiel auf Hijack und Verstellung. Ligaspiel, falls ihr das noch nicht kennt, ich erkläre es euch mal ganz kurz, weil jetzt habe ich auch schön Zeit. Beziehungsweise meine Klasse hier, die MSC, wollte ich sagen. MSC, Griff und langer Lauf. Wie fange ich an? Ligaspiel. Also, erstmal beim Klasseneditor. Ligaspiel habt ihr den Klasseneditor komplett freigeschaltet. Sprich, ihr seid im Privatspiel. Ihr könnt alles wählen, alles kombinieren, wie ihr wollt. Den Punktesystem, ihr wisst Bescheid. Und zwar gibt es da keine Einschränkungen von wegen, das passt nicht, das passt nicht. Ausschließlich, es gibt nur eine Einschränkung und zwar sind es die Tarnungen, die werden global freigeschaltet. Sprich, die müsst ihr public freischalten, um sie zu haben. So, deswegen auch hier keine Tarnung, aber Emblem zum Beispiel auf der Waffe. Wie ihr seht, da hatte ich noch das alte Clan-Deck in der Waffe, glaube ich, drin, soweit ich das sehen kann. Ja, das stimmt sogar. Deswegen entschuldige ich an dieser Stelle. Also wir haben jetzt HHES, Information, Hamburger Hänger eSports. Gut. Was ist so besonders am Ligaspiel? Ligaspiel ist erstmal so, die Kills bringen dir keine EP. Das ist schon mal gut, weil dann verhindert man, dass der Gegner oder die eigenen Leute, mit denen man spielt, anfangen nur Kills zu geiern. Das Tolle ist daran, dass am Anfang ist es noch eine Umstellung, die Leute merken das noch nicht so ganz, weil hier gibt es nur eine einzige Wertung und zwar, gewinne ich am Ende, also gewinne ich das Spiel am Ende oder verliere ich das Spiel am Ende? Ich könnte 1000 Frags haben und nur ein totes, epischte Movie haben, aber ich habe verloren. Das sind die Liga nicht. Ich sage, hey, du hast verloren, du verlierst Punkte. Ende. So. Der Punkt ist der, ich bin auf verschiedenen Spielmodis gespielt. Von Stellung zu Herrschaft zu Capture the Flag. Und das Schöne an der Sache ist, die werden relativ gleich starke Gegner ausgesucht. Erstens. Zweitens. Die Leute, die da mitspielen, das sind wirklich Leute, die was können. Also man sagt, okay, hier suche ich das Stören, was damit habe ich jetzt selber noch nicht gesehen. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass man oft, was man in Suchen zu stören auch unbedingt braucht, ist Koordination, Teamplay. Und ob ich jetzt Bombe lege oder ob ich mit dem Teamplay sage, hey, wir holen uns jetzt die Fahne, das ist egal. Teamplay ist Teamplay und ist einfach Spielmodi übergreifend. Und das kann man auch hier schön üben. Und am Ende bekommt man dann auch, ich hab das Handy durchgelassen. und am Ende bekommst du halt EP, ich glaube 1000 für einen Sieg, 500 EP für eine Niederlage. Dass du zumindest Liga spielen kannst und minimal langsam vorwärts levelst. Der Punkt ist der, wir sagen, okay, wir wollen, dass die Leute Liga spielen, aber wir wissen, die Leute wollen auch leveln, geben wir ihnen ein bisschen EP. Aber mehr auch nicht. Und ich finde das gut. Ich finde das unglaublich gut, weil nur im Privaten wird richtig gespielt, weil es keine EP gibt. Das heißt, es gibt nur noch ein Ziel, eine Möglichkeit und das ist gewinnen, weil alles andere ist ja Blödsinn. Und deswegen spielen auch die Leute hier komplett anders, konzentrierter. Und es gibt 2 Ligen. Drei Ligen. Liga der Champion, Moshpit Liga und noch eine Deathmatch Liga. Das war jetzt hier Moshpit Liga. Das heißt, hier wird hier auch durchgewechselt. Hier sind auch nicht alle Sachen verboten. Also hier gibt es auch Verbote, wie zum Beispiel kein Splitscreen ist, Splitscreen ist verboten. In Liga der Champions ist die Vorratskiste verboten und solche Sachen. Ich wollte unbedingt erwähnen, das Ligaspiel ist echt schön. Probiert es aus, aber seid nicht deprimiert. Spielt nicht alleine. Alleine macht dieser Modus, also diese Liga, nicht viel Sinn. Weil ihr könnt noch so gut sein. Wenn ihr mit Leuten spielt, die schlecht sind, dann geht der mal unter. Deswegen empfehle ich euch das. Und das ist auch, was hier noch unglaublich wichtig ist zu wissen. Wenn du einmal aus der Partie rausfliegst, kannst du nicht mehr nachjoinen. Du spielst mit 6 Leuten, es geht voll ab. Herrschaft, nur noch 190 Punkte habt ihr schon. Denkst du nur, machst du einen Schnaps auf und ein bisschen trinken, anstoßen, fliegst raus. So, denkst du, okay, kein Stress, join dich schnell hinterher. Geht nicht. Man kann nicht nachjoinen. Man sucht auch nach jedem Lobby, macht jedem Match eine komplett neue Lobby von alleine. Das heißt, man kann nicht sagen, okay, wir können jetzt hochboosten, indem ich sage, joint immer bei mir rein. Erstens, das G-Joiner geht nicht, man kann nicht nachjoinen. Zweitens, man wird immer automatisch in die Lobby zugewiesen. Das heißt, trifft, wenn man auf ein Team, das schwach ist und du denkst dir, haha, easy going. Easy XP, was ich schon manchmal gehört habe hier im Horde-Bereich. Gibt's dann nicht. Dann hast du ein Match easy gewonnen.
das sollst du auch bekommen. Aber danach neues Match, neue Leute, angepasst an deine Stufe. Und es ist halt wirklich interessant und hier geht es wirklich nicht um KD und nichts. Aber ich warne euch, die Stats, die ihr hier fabriziert, gehen in eure Gesamt-KD rein. Aber wie gesagt, KD zählt hier überhaupt nicht, hier zählt gar nichts wie KD im Glas, sondern nur dein Ranking in dieser Liga. Und das muss den Leuten mal klar werden. Ich finde, das ist eine super, super, super Erneuerung. Weil manche sagen, ja, Black Ops 2 hat jetzt nicht so geile Sachen. Und ich finde, das ist richtig geil. Weil hier zwingt man die Leute durch Umstellungen von EP, von Ansichten wie KD, richtig zu spielen. Weil, wer kennt es nicht, man spielt Herrschaft doch nur, um die epischen Killstreaks zu holen, um alles wegzubomben, was auch nur hier rumläuft. Okay. Ist mal eine ganz nette Sache und eine nette Geschichte. Bloß, ich bin ein Typ, ich will gewinnen. Ich meine, ich kann den Gegner noch so oft beim Fußball austribbeln und durchtunneln und mich selbst feiern, als wäre ich König Paul persönlich. Aber wenn der Gegner einmal kommt, mir ein Ding reinhaut, am Ende der Liga bin ich Letzter. Ganz einfach. Deswegen, mein Ziel ist es immer zu gewinnen. Klar, man will auch ordentliche Runden abgeben, aber das ist die Kombination. Wenn ich ordentliche Runden abgebe und noch zielorientiert spiele, gewinnt mein Team. Weil Spawn-Treppen und so weiter, was jetzt hier auch so schwer gefallen ist bei Black Ops 2 teilweise, kann man mal machen, um zu zeigen, wie geil man ist. Aber das sollte nicht der Regelfall sein. Das ist auch gerade von manchen großen YouTubern, sowas zu zeigen, sowas und dann zu sagen, und zu behaupten, sie wären so stark, weil das passiert nicht immer. Für Spawn-Treppen brauchst du meistens mindestens 5 Leute, damit das funktioniert und damit auch solche Scores rauskommen. Spiele ich zielorientiert, spiele ich so, dass ich sage, ich will die Fahnen einnehmen, ich will so hoch wie möglich gewinnen, dann passiert sowas nicht. So wie hier, hier ging es um die Stellung, da dachte ich mir, es ist egal, was ich mache. Ich hätte auch natürlich jetzt irgendwie im Schiff campen können, kurz holen und so weiter. Bloß da, dass mein ganzes Team dynamisch spielt, ändern sich auch dynamisch die Spawn-Systeme. Und das heißt, man geht nach vorne, man Mitte. Und ich finde das wesentlich anspruchsvoller, als nur zu sitzen, zu wissen, okay, er kommt entweder durchs linke Fenster oder durchs rechte Fenster, ich zieh mal drauf. Er hat eh keine Chance, weil man dann doch noch skilltechnisch überlegen ist. Kein Angriff gegen die anderen YouTuber. Jeder soll machen, was er für richtig hält. Ich bin der Ansicht, das ist so. Okay, wenn sie es machen wollen, sollen sie es machen. Ich bin eher der Freund von zielorientiert spielen, gewinnen und zwar mit dem Team zusammen. Und auch wenn ich sterbe und so weiter, das interessiert mich gar nicht. Weil ich meine, am Ende ist die Abrechnung, wer hat gewonnen, wer hat verloren und nicht, wer war beste Spieler, interessiert keine Sau. Ich meine, man sieht es ja auch, hier Weltmeisterschaften und manchmal beste Spieler bei einer aus dem Gegnerteam und wer interessiert es? Denkst du, das Team, das Weltmeister wurde, interessiert das? Du sagst einfach, ja, scheiß drauf, wir haben den Pokal, wir sind Weltmeister. Und so sehe ich es auch im Verlauf. Das ist so mein eigenes persönliches Ziel. Ich hoffe, ihr könnt es auch für euch verstehen und anwenden. Was ich noch unbedingt ganz unbedingt sagen wollte, ich habe von einem Kollegen den Geburtstag vergessen. Und an dieser Stelle will ich sagen, Tarek, mein Bruder, alles, alles Gute zum Geburtstag. Der gute Mann wohnt in München, ich bin gerade in Land wegen Studium, hatte viel, viel um die Ohren, hab's echt verpennt und es geht gar nicht von, er hat 2 Wochen nach dem Geburtstag. Also an dieser Stelle nochmal, tut mir leid, alles, alles Gute, Bro. Du rockst das Ding, wobei, ich muss leider sagen, also, Battlefield. Aber ist okay, Battlefield ist auch ein schönes Spiel. Und ja, er ist auch von der anderen Plattform. Aber wir verstehen uns. Wir sind gute Freunde. Mal schauen, ob ich ihn irgendwann zum Überlaufen bringen kann auf PlayStation, Call of Duty. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall nochmal alles, alles Gute. Wir können ihm auch gerne auch gratulieren. Einmal reinschreiben. Alles Gute, Tarek. Oder so. Das würde mich wirklich freuen für ihn. Und an dieser Stelle, das Match neigt sich dem Ende und ihr seht am Score, dass das Gegner hat echt Druck gemacht. Wir lagen durchgehend hinten, dann so bei 150 ungefähr war die Wende, wo wir gesagt haben, komm jetzt hier mal richtig Gas geben. Wurde ich auch lauter ein bisschen, wollte ich gesagt, so Leute, ich will nicht verlieren. Haben die Leute dann auch eingesehen, gesagt, okay, gut, cool, wenn man will wirklich gewinnen, das macht auch unglaublich viel Spaß. Und dann haben wir einfach mal Gas gegeben, haben in Führung gegangen und bauen das Spiel aus. Jetzt steht schon 230 zu 290. Knapp. Ich sag mal so, ist auf jeden Fall eine feine Sache. Ich glaube, der Spielmodus geht bis 250. Aber in dem Fall wird, glaube ich, die Zeit eher runtergehen. Auf jeden Fall immer Stellung einnehmen, nicht außerhalb der Stellung stehen, am besten in der Stellung stehen. Macht man dick, dick, dick Points. Und an dieser Stelle würde ich sagen, danke, dass ihr mir zugeschaut habt.
hier Liga, wie funktioniert die Liga, was muss man beachten. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Tarek nochmal, alles Gute, Bruder. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle mit dann doch 250, haben wir doch geschafft. Finde ich cool. 250. Und ja, was soll ich noch sagen? Macht's gut, danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, Freunde.